Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zu einem, ja, wie soll ich sagen, recht matschigen Abenteuer. Denn heute wollen wir Mudrunners Spin Tires Game spielen, also Spin Tires Mudrunner. Ich habe es mir eben gerade im PlayStation Store gekauft und dachte mir, es sieht lustig aus, lass es mal anzocken. Ich habe eben das Tutorial gemacht, aber das heißt nicht, dass ich sehr viel Plan von dem Spiel habe. Es kostet, glaube ich, 39 Euro im Store und ich habe es mir einfach mal gegönnt, weil auch ein Multiplayer dabei ist. Und ich denke mal, dass ich einige aus der Discord-Gruppe dazu später mal einladen werde. Oder ich habe auch schon einen anderen Spieler, der das vielleicht bald mit mir spielen wird. Aber erst gucken wir uns meinen Einzelspielermodus an. Ich will das Game erstmal ein bisschen testen. So, Freunde, der Sumpf. Und hier können wir uns anscheinend die Startfahrzeuge auswählen. Gelegenheitsspiel auf Simulation wechseln. Ich sehe hier noch nicht ganz durch, es ist ein Simulationsspiel. Ein, sagen wir es so, Match-Simulationsspiel. Kann zurückgerufen werden. Ich guck mal nach den Fahrzeugen. Wir wollen erstmal, glaube ich, klein anfangen. Also wir können hier noch einige Fahrzeuge freischalten, so viele sind es leider nicht. Aber das Spiel kann durchaus abwechslungsreich sein, auch ja, wenn nicht allzu viel da ist. Kartenstandards, wie starte ich jetzt? Ich starte einfach mal. Einfach mal stumpf drauf los. Stumpf in den Sumpf. Neuspiel starten, Gelegenheitsspiel. Gut. So, hier haben wir unsere Fahrzeuge. Können wir jetzt... Wir können dann noch umbauen, Ersatzrad ranbauen, Frontauspuff, was? Auf jeden Fall können wir die Fahrzeuge ein bisschen umbauen, was ich schon mal eigentlich recht witzig finde. Das Einzige, was mich so ein kleines bisschen stört, das werdet ihr bestimmt gleich sehen, das ist, ja, die Kamerasteuerung. Die ist ein bisschen merkwürdig. Wir kriegen hier auch Aufgaben, ich muss mal kurz gucken. Frontauspuff, den brauche ich nicht. Holzaufleger. Holzanhänger. Ich weiß noch nicht, wir machen das erstmal so. Wir machen erstmal ganz kurz fertig. Und ich will mal ganz kurz durch den Matsch fahren. Ich will jetzt nichts anbauen. Kann einfach losfahren, oder wie? Machen wir mal den Motor an. So, Handbremse ist gelöst. Ich gebe jetzt einfach mal Gas. Und ihr seht unten schon, links in der Ecke, Allrad, Handbremse. Und die Diff-Sperre. Was muss man jetzt kurz gucken? Wir haben ja hier eine Karte. So, ich habe eben mal ein bisschen geguckt. Mit R1 oder L1 können wir hier so Knotenpunkte erstellen, wo wir denn eigentlich langfahren wollen. Und ich wollte ja eigentlich zum Sägewerk hin. Da müsst ihr euch mal so ein paar kleine Punkte machen, damit ihr auch wisst, wo ihr langfahren wollt. Ich versuche mal ein bisschen auf der Straße zu bleiben und versuche natürlich die einzigen großen Matschwege mal ein bisschen zu überspringen. Und wie kommen wir jetzt am besten dahin? Okay, da versuchen wir uns mal irgendwie durchzupreschen. Und ich glaube, wir brauchen einen Anhänger dafür. Ich mache mal ganz kurz die Handbremse raus. Ist schon ein bisschen merkwürdig. Also, ich achte da mal nicht auf die Handbremse. Das habe ich im Tutorial aus Versehen schon gemacht. So, kommen wir ganz kurz rein hier. So, können wir hier jetzt schon? Okay. Frontauspuff, Holzerflieger wird benötigt. Und mittlere Holm, okay. Wir machen uns einfach mal das Ding hinten drauf. Fertig. Und dann können wir eigentlich Holz transportieren. So wie ich mir das jetzt gerade denke. So, wo müssen wir denn langfahren? Ich hatte mir eben schon gerade die Stellen markiert. Die sind auch noch da. Also müssen wir links fahren. Ah, da fängt es vorne an. Gut. Mal gucken, wie wir hier durch den Matsch kommen. Also es kann recht schwierig werden. Wir haben auch mehrere Fahrzeuge. Wir können ja auch mit einer Winde arbeiten und so weiter und so fort. Über die erste, die müssen wir uns ein bisschen drüber drücken. So, gleich bleibe ich die ersten 10 Meter irgendwo stehen. Ich muss mal kurz die Kamera hier hindrehen. Die Kamera ist ein bisschen sperrig. Ah, hier vorne ist noch... Ah, gucke. Du kannst hier wirklich an jedem kleinen bisschen hängen bleiben. Wie gesagt, das ist eine Match-Simulation. So. Der Weg ist eigentlich gar nicht so weit. Ich glaube, 400 Meter stand, glaube ich, drin. Aber ihr seht schon... Ja, die Straße, die ist ein bisschen... Ich sehe ein bisschen durch. Wir haben überall Holz, wir haben hier Matsch und wir kommen hier gar nicht so richtig durch. Ich mache mal diese Diff-Sperre an. Und ihr seht schon, wir schleppen hinten schon kleine
Der ist eben einfach weitergerutscht. Weil der Baum vorne drin geklemmt hat. Aber ist schon eigentlich recht realistisch. Alter, wenn ich hier richtig Gas gebe, dann fliegt er vorne raus. Ich mach mal Allrad an. Und guck mal, ob wir da ein bisschen besser jetzt durchkommen. Und natürlich auch Kraftstoff, Verbrauch und so weiter und so fort. Wir haben natürlich eine Schadensanzeige. Das heißt, wir können die Karre nicht einfach total zum Klump fahren. Es macht aber Spaß. Also wer natürlich auf sowas steht, mal Fahrzeuge durch den Dreck zu jagen, der kann da dran Gefallen finden. Aber ich zieh mal ein Stück hier vorne rum. Ich weiß, man sieht jetzt gerade gar nichts. Ich versuche mal, die Kamera ein bisschen zu drehen. Mal ein bisschen nach vorne überzuschauen. Und hier versuche ich, ich meine, kurz die Kamera wieder ein Stück drehen. Dass wir hier nicht vorne komplett stecken bleiben. Natürlich wird das mit voller Ladung dann noch ein bisschen witziger, ne? Also jetzt sind wir ja noch gar nicht beladen. Wir haben ja bloß hinten das Gerüst drauf. Und Alter, diese sibirische Tundra hier. Der Wahnsinn. Wie gesagt, es gibt ja noch andere Fahrzeuge, die sozusagen auch noch ein bisschen schwerer sind. Schwerere Fahrzeuge heißt ja nicht gleich, dass man... Also größere Fahrzeuge heißt ja nicht, dass man besser durchkommt, sondern dass du auch besser, ja, einsinken kannst. Natürlich gibt es auch kleinere Fahrzeuge. Da kann das unter Umständen ein bisschen einfacher sein. Aber natürlich in den großen Pfützen gehst du mit den Dingern auch unter. So. Wie gesagt, ich habe von sowas nicht allzu viel Ahnung. Aber ein kleines bisschen kann man sich da schon denken. Wo bin ich jetzt hier falsch? Wo bin ich überhaupt? Werkstatt? Das Doofe ist, ich bin da. Wir müssen jetzt eigentlich... Wir könnten da vorne rum oder querfeldein. Ich guck mal, wo es da hinten lang geht. Weil es muss ja irgendwo so eine halbe Einfahrt geben. Sonst wäre das hier echt ein bisschen kacke. Wenn hinten eine Werkstatt ist oder zumindest was zum Aufladen und wir da gar nicht hinkommen. Ich versuche mal jetzt einfach hier vom Weg ein bisschen abzukommen. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist. Ich versuch's einfach mal. Ein bisschen hier durchs Waldgebiet. Da vorne werden die Bäume zu eng, ne? Ob wir da durchkommen, ich weiß es nicht. Warte, ich versuch das erst gar nicht. Ich guck mal, ob wir da vorne noch irgendwo einen Weg finden. So. Machen wir ganz kurz die Diff-Sperre wieder rein. Da fahren wir zwar ein bisschen... Ah! Hast du gesehen? Das war der Baum. Versuchen wir nach vorne einen Weg zu finden. Natürlich Handanker hier reißen, das wird nicht so viel bringen. Ja. Jetzt sind wir da oben. Wir können jetzt maximal hier vorne irgendwo rumziehen. Hier sieht es doch mal gesund aus. Aber ich sehe, hier geht's rein. Wir können die anderen Gebiete ja später auch noch erforschen. Das Spiel war damals übrigens, ich habe es mal auf dem PC angeschaut, beim Nick Freizockt. Da fand ich es eigentlich schon recht interessant und es hat sich von der PC-Version grafisch her nicht viel verändert. Na gut, auf dem PC kann es halt in 4K wiedergegeben werden, aber sonst grafisch her hat sich da nicht allzu viel verändert. Die Steuerung, die ist ein bisschen das Problem. Weil sonst konntest du ja wirklich mit Maustastatur dort alles anklicken. Und hier musst du dir wirklich die Tasten auch dafür nehmen. Ey, wir sind durchgekommen, ne? Ey. Ne? Ah, ich versuche dann mal nach vorne. Wir sind echt irgendwo falsch abgebogen. Und jetzt fahre ich hier wie so ein Irrer durch die Gegend. Aber hier siehst du, hier kommst du auch rein. Einfach den leichtesten Weg gesucht, ne? Ich will da erst die volle Möhre reinrauschen. Aber Multiplayer stelle ich mir hier auch schon recht witzig vor. So, Sägewerk. Wir sind einmal angekommen. Handbremse drin. Dein Truck ist nicht beladen. Ich weiß, wir müssen erst mal Holz besorgen. Ha, das habe ich hier. Ne? Noob am Werk, Freunde. Noob am Werk. Ja, wo soll ich denn jetzt was herholen? Ich weiß ja noch gar nicht. Beobachtungspunkt. Ich habe jetzt gerade entdeckt, dass, die Holzstation, ne? Hier oben ist. Alter. Da oben muss ich hinfahren.
Ja, leck mich doch. Weißt du, was das für ein Weg ist? Okay. Dann nehmen wir einfach ihn hier. Holen das von da oben runter. Oh Gott. Das wird ein Akt, Freunde. Dann muss ich erstmal ganz kurz hier nochmal die Wegpunkte legen. Bis da oben sind die denn des Wahnsinns. So, Freunde. Da ich jetzt festgestellt habe, man braucht ja erstmal ein bisschen Ladung, um die beim Sägewerk abzuliefern. Musste ich sozusagen einen kleinen Umweg fahren. Und der Umweg ist echt krass. Ich müsste eigentlich von der Werkstatt bis dort oben hin. Da oben ist die Holzstation. Und ich weiß nicht, wie man hier am besten fahren sollte. Also ich denke mal, halbwegs Straßenweg ist ganz gut. Aber das wird ordentlich. Das ist gerade, wenn man hier permanent im Rotz stecken bleibt. Großer Himmel. Und ihr seht vorne, das wird gar nicht so einfach. Gerade wenn wir hier so fahren wie die besenkten Schweine. Ich nehme jetzt einfach mal hier eine Abkürzung. So, geht's noch mal ein Stück weiter. Und es wäre ja ziemlich dumm, komplett durch den Wald durchzufahren. Ich versuche mal außen irgendwo lang zu ziehen. Wir machen heute einfach mal Sightseeing. Ich denke mal, dass ich in diesem Video nicht schaffen werde, hoch zum Sägewerk zu fahren und das Material wieder runterzubringen. Weil das ist doch schon ein Akt. Da sitzt du schon mal eine Stunde dran. Ich hoffe es jedenfalls, dass ich jetzt hier nichts falsch gedacht habe. Weil normalerweise ist in der Theorie, müsste ich ja, das Holz erstmal holen, dann zum Sägewerk bringen. Denke ich mir mal so. So, wir fahren jetzt einfach mal schön durch die Pampa. Die Karre müsste das ja hinkriegen. Aber ich denke mal, dass das Benzin alle sein wird, bevor wir überhaupt da sind. So, dann wollen wir nochmal kurz die Karte checken. Ich habe mir eigentlich hier so einen Leitfaden gemacht. Den umfahren wir jetzt einfach. Wir ziehen jetzt hier vorne lang. Warum bin ich nicht gleich zum Anfang da lang gefahren? Das wäre viel kürzer gewesen und wir haben weniger Matschstrecke gehabt. Aber wir wissen ja, wenn viele Autos auf einer Stelle fahren, dann wird es halt matschig. So, gucken wir mal lang. Wir nehmen jetzt mal hier die Spur. Die ist ein Glück nicht so nass wie die andere. Na los. Kann jetzt eigentlich, glaube ich, auch da reinfahren. Komm ich da durch? Jetzt sieht ein bisschen knapp aus, ne? Wir fahren außen lang. Können wir mal kurz gucken. Ja, wir fahren hier außen lang. Und ich hoffe jetzt nicht, dass da irgendwo ein Krater oder sowas kommt. Machen wir mal die Sperre. 175 Liter haben wir noch drin von 270. Wir haben schon ordentlich verfahren. Ich müsste eigentlich im Zwischenpunkt auch mal die Tankstelle angreifen. Würde sogar Sinn machen, komm ich da hoch. Aber mit Beladung wird das ja nachher noch schlimmer. Alter, das wird übel. So, wir kommen jetzt wieder langsam auf den Weg. Baum. Weg damit. So. Wir sind wieder im Spiel. Mann. Okay. Er dreht ordentlich am Rad. Also wenn ich richtig viel Gas gebe, dann merke ich, wie er komplett aus der Spur rausdriftet. Und die Holzstämme hier, die machen es mir echt nicht einfach. Wenn da vorne einer schräg drin steckt, dann ziehst du hier lang. Ist schon leicht eklig. Ich weiß nicht, haben wir? Ich halte mal ganz kurz an. Ja, eine Winde haben wir vorne dran, ne? Die können wir mit drei betätigen. Und dann können wir uns zumindest ein bisschen aus dem Matsch rausziehen, wenn wir natürlich einen Baum in der Nähe haben oder irgendwas anderes Großes. So, da vorne geht's schon rechts und ich glaube, wo ist denn, wo war, wir müssen die Tankstelle angreifen. Also nicht angreifen, wir müssen zumindest mal dahin fahren, dass wir die Kiste vorher einmal tanken können. Sonst, ihr seht ja, sind schon wieder 5 Liter runter, 6 besser gesagt. Ich mag Bäume nicht anscheinend. Komm, den nehmen wir mit. Karre ist groß genug dafür. So. Guck mal noch ein bisschen nach vorne. Und, Alter, der dreht hinten ganz schön frei. Komm, da rutschen wir schön mal rein. Den nehmen wir mit, Freunde. So. Schön in die tiefe Spur, damit ich richtig schön stecken bleiben kann. Ich denke mal, auch so im Multiplayer kann das richtig Bock machen. Dann nehmen wir mal schnell die Brücke. Ich hoffe, die kracht nicht zu sah.
Es wäre jetzt was schief gegangen. Komm, lenk ein! Keine Servolenkung, das Ding. Da musst du richtig schön reindrehen. So. Alter, ich dachte, jetzt will er nicht mehr. Komm! Ich muss mal die Kamera ein bisschen justieren hier. Oh, die Vibration vom Controller, ne? Da geht die ganze Zeit volle Möhre rein. So. Kommen wir hier auch richtig durch? Oh, ihr seht schon, der Tank, der nimmt langsam richtig ab. Ich hoffe, dass ich das noch bis zur Tankstelle schaffe. Sonst muss ich die nächste Karre holen und den dann noch rausziehen. Das wollen wir ja alle nicht. Und es wird langsam auch dunkel. Kann man hier Ganghebel? Kann ich auch noch betätigen. Analogstick reindrücken. Gibt es auch noch die gute alte Innensicht. Das kann schon richtig geil sein. Also ich stelle es mir zumindest auch mit Freunden richtig gut vor. Ich weiß nicht, wie viele gleichzeitig auf einer Karte rumdonnern können. Der eine oder andere wird sich jetzt fragen, war das jetzt nur wirklich der Sinn des Spiels? Leute, manche Spiele brauchen keinen Sinn, die funktionieren einfach. So, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Wie kommen wir denn hier jetzt hin? Jetzt haben wir schon die Frösche. Ich müsste eigentlich da hin. Kannst du aber nicht volle Möhre durch die Pampa? Wäre jetzt, glaube ich, mal... Fahren jetzt links ab, oder? Oder rechts? Komm, wir fahren jetzt mal hier durchs tiefe Wasser. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen, dass kein Wasser in den Motor kommt, denn dann kann auch Feierabend sein. Ich versuche mich jetzt ein kleines bisschen links gleich zu halten. Haben wir hier vorne Licht? Nee, nee. Warte mal kurz. Ist die Winde? Nein, ich will jetzt keine Winde machen. Warte mal kurz. Winde lösen. Ist die Handbremse? Motor, Truck wechseln, Winde anbringen. Ah, so können wir auch noch die Perspektive wechseln. Wenn wir einfach nach links drücken auf dem Steuerkreuz. Oh Gott. Hey, vorne links. Wenn wir jetzt hier durchkommen, dann ist das gut. Ich probiere es jetzt einfach. Auf. Teufel, komm raus! Komm, das kriegen wir hin. Das kann nicht so schwer sein. So, wir sind schon auf den nächsten Weg gerutscht. So. Jetzt, wir folgen jetzt ein kleines bisschen dem Weg. Können wir da hinten runter? Ich guck mal ganz kurz. Kommen wir da durch? Probier das jetzt einfach. Ne, das wird nichts. Wir müssen hinten lang. Und wir haben es Nacht. Ach komm, zieh rum. Die kleinen Büsche, die können jetzt auch mittlerweile egal sein. Könnt ihr mir vielleicht irgendwie, ich weiß nicht, ob das funktioniert, auch mal größere Lampen vorne ranbauen? So, jetzt einfach bei den Wegen links halten. Dann peilen wir mal die Tankstelle an. Und dann können wir später mal weiter gucken, wie weit wir denn kommen. Genau, jetzt müsste ich hier links ab. Dann haben wir zumindest mal die Tankstelle. So. Weiß ich, kann man mit der Seilwinde auch die kleinen Stöcker wegmachen? Wenn ihr es wisst, haut es mal in die Kommentare. Und jetzt mitten in der Nacht hier durch den Wald fahren. Komm schon! Durch da! Wer will nicht? Man kann ja vielleicht mal... Nee. Winde verbunden. Dann mache ich mal den hier. Ein bisschen Gas geben.
Gott, habt ihr gesehen? Winde einmal durchgedrückt. Und jetzt machen wir mal Winde wieder lösen. Ich habe noch keinen Schaden, das ist ein Wunder. Und jetzt kommen wir dort durch hier. Einmal die ganze Nacht verbracht. Und wir sind in der Tankstelle, Freunde. Ah, die ganze Aufgabe, nur um zu tanken. Fahrzeug ist aufgetankt. Das haben wir zumindest geschafft, Freunde. Ne? Wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, lasst mal ein Like da und ein nettes Kommentar. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja im nächsten Video davon wieder. Haut rein, habt einen schönen Tag, macht's gut. Ciao.